Ja, hier ist wieder Angeln am Teich TV. Ja, wir machen jetzt ein kleines Infovideo, weil wir uns lange nicht mehr so richtig gemeldet haben, außer mit Best-Offs und dem Kanaltrailer. Ja, also es war ein Best-Off. Ja, genau, was kann man sagen? Genau, wir wollen euch jetzt einfach mal mit was informieren und ja, Cedric kann dazu ein bisschen mehr sagen, glaube ich. Genau, erstens, wenn Nick das Video heute hochlädt, was er hoffentlich machen wird, dann müsste eigentlich heute Abend auch das Griechenland-Video hochkommen. Genau. Und ja, das ist ein wichtiger Punkt, das steht jetzt ja schon seit längerem an. Wir haben da ein bisschen Zeit zwischengelassen. Ja. Genau, im Winter haben wir sowieso immer nicht so viele Videos, weil es ja klar, im Winter läuft man eben halt nicht so viel. Genau, läuft eben nicht. Wir werden es nichtsdestotrotz probieren. Ich werde nochmal auf Quappe gehen, das ist auch nochmal an der Stelle gesagt. Mit Köder, Fisch und Wurm. Da könnt ihr euch nochmal drauf freuen. Es wird nur ein Versuch, also nicht wundern, wenn es nicht klappt halt. Aber wir probieren es und vielleicht kommt ja doch eine Quappe raus. Nächstes Jahr werdet ihr mich wahrscheinlich ein halbes Jahr nicht sehen. Vielleicht lade ich auch von da was hoch, aber vielleicht auch nicht. Jedenfalls, ich bin nämlich in Kanada ein halbes Jahr. Genau. Angeln werde ich da wahrscheinlich auch. Ich guck mal, wie viel ich da zum Angeln komme sozusagen, weil ich bin da mit einem Austauschprogramm bin ich da. Ja. Und ja, ich schau mal, was da so geht. Vielleicht so Forellen, vielleicht auch Lachse, muss ich mal gucken. Wäre auf jeden Fall alles ganz nice. Ja. Und wenn es wirklich richtig gut ist, da zu angeln, vielleicht lade ich auch schon von da ein, zwei Videos hoch. Aber spätestens wenn ich dann wieder hier bin, dann, wenn ich was gefangen habe, kommen auf jeden Fall Videos. Genau, also 2018, ich werde natürlich auch nicht nichts machen einfach. Ich werde natürlich auch Videos drehen. Es geht im Frühjahr, denke ich, wieder richtig ab. Da werde ich gerne mal, da werde ich oft angeln gehen und werde ich euch natürlich immer mitnehmen. Ist ja völlig klar, Cedric nebenbei in Kanada. Denke mal, wird viel Spaß haben da, ne? Ja, auf jeden Fall, wird nice. Und ja, ich werde es probieren auf Karpfen, auf Hecht, auf alles, vor allem mal auf Hecht ein bisschen mehr das Augenmerk legen. Jetzt vor der Schonzeit. Wir gehen heute vielleicht nochmal los, also seid gespannt. Müssen wir mal gucken, je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt. Ob wir noch losgehen, je nachdem, ob es schneit oder nicht. Es soll ja jetzt ein bisschen zuschneiden bei uns in Hamburg. Genau, und heute Abend gucken wir entspannt HSV-Spiel. Genau, entspannt HSV gucken. Ja, wir sind HSVer. Jetzt werden wir in den Kommentaren so geflamed. Jetzt werden wir geflamed. Also die Mannschaft unterstützen, die er will. Sie werden eh nie absteigen, also könnt ihr haten, wie viele ihr wollt. Seid Fan von der Mannschaft, die ihr wollt, und seid glücklich damit, ich aus. Genau, wir gucken noch entspannt Fusi heute. Und ja, wir wünschen euch ein nice Wochenende. Es wird auf jeden Fall im Dezember noch das Griechenland-Video kommen und jetzt halt dieses Video, was wir jetzt hochgeladen haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend mit dem Griechenland-Video. Genau. Und wenn ich das schaffe, ich bemühe mich, aber eigentlich müsste es kein Problem sein. Genau, schaltet alle ein. Ich würde mal sagen, so 21 Uhr. Ja, kommt hin, schätze ich. So gegen 21 bis 22 Uhr wird das Video online sein. Also seid alle dabei und gönnt euch, Leute. Das wird auf jeden Fall richtig nice. Genau, es wird sehr nice und ich habe echt gut gefangen. Ich gebe euch auch noch ein paar Tipps, worauf ihr achten solltet, wenn ihr vorhabt, nach Griechenland zu fahren, was ihr einpacken solltet, worauf ihr da achten solltet. Weil ja, ich habe da ein paar Erfahrungen gesammelt. Ich habe da, wie gesagt, echt gut gefangen und es hat mir super Spaß gemacht. Ja, genau. Haut rein. Jo, ciao.